Moin Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man Hanglider oder Federfallschuhe, die ihr auch vielleicht aus Hexit oder aus Tekkit kennt, wie man die in Minecraft baut. So, dazu gehe ich mal wieder erst in den Game Mode 0 und tue jetzt mal so, als würde ich wieder Minen gehen, hier mit dem Portal, mit der Portal Gun. Ich verlinke mal gerade das Video, klickt drauf, wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert. Und jetzt muss ich irgendwie diesen Berg runterkommen, aber da würde ich durch Fallschaden sterben, das möchte ich natürlich nicht. Und diese Kiste steht auch nicht ohne Grund hier, ich kann euch einfach öffnen und da ist eine goldene Feder drin. Ja, und was die macht, das seht ihr jetzt sofort. Die goldene Feder kennt ihr übrigens auch aus Hexe wahrscheinlich oder aus Hero, aus dem Projekt. Ja, und mit der Feder kann ich sanft zu Boden gleiten, ohne dass ich Fallschaden bekomme. Und da kann ich ganz einfach in meine Höhle gleiten. Zack, da bin ich unten, kann dann minen und dann könnte ich auch wieder mein Portal zurückmachen. Aber das ist jetzt eigentlich irrelevant. Zack. Ja, und Fallschaden bekomme ich auch überhaupt gar keinen mehr, wenn ich diese Feder im Inventar habe. Ja, und wie ich das wieder gemacht habe, das sehen wir sofort nach dem Cut. So, und da sind wir bei dem Redstone. Das ist schon alles dazu. Das kleine bisschen. Ja, ihr seht schon die seltsamen Partikel unter mir, die gehören auch dazu. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Das hier sind zwei unendliche Clocks. Die testen drei verschiedene Dinge. Einmal, ob ich ein Dye 11 habe, das ist der gelbe Farbstoff, namens goldene Feder. Und zweitens testet er, ob ich im Game Mode 0 bin. Denn im Creative funktioniert es bei mir nicht. Und dieser hier testet einfach nur, ob unter mir Luft ist. So, dann fangen wir hiermit an. Wenn der testet, ob unter mir Luft ist, und wenn unter mir Luft ist, gehen immer diese Partikel an. Das ist ganz einfach diese Negativ-Clock, die dann den Block an dieser Clock durchgehend verpowert, sodass er von dieser Clock nicht mehr beeinflusst werden kann. Und dadurch gibt es dann hier die Partikel, wenn ich Luft unter mir habe. So. Und die beiden gehen dann zwei Fackeln dran. Das bedeutet, dass beide stimmen müssen, damit das Ganze funktioniert. Das ist dann wieder ein Negativsignal. Und wenn beide stimmt, dann sind diese Repeater nicht mehr aktiviert. Und dementsprechend können die drei Kommandblöcke an diesen Clocks bepowert werden von den Clocks. Und die machen drei verschiedene Sachen. Einmal wird direkt immer zwei Blöcke unter mir eine Barriere gesetzt, die nur Luft replaced, also sprich, es können nicht irgendwelche Blöcke replaced werden. Zweitens wird mir der Effekt 8, 1, 255 gegeben, das ist Sprungkraft für eine Sekunde Stärke 255, das bewirkt einfach, dass ich keinen Fallschaden mehr bekomme. Und als drittes werden 7 Blöcke nach rechts, 7 Blöcke nach links, nach vorne, nach hinten und 6 nach oben alle Barrieren durch Luft ersetzt. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich das bin, dann wird in diesem Radius von den grauen Blöcken wird alles, was eine Barriere ist, zur Luft gesetzt. Das ist eigentlich noch viel größer, ich habe das jetzt kleiner gemacht und hier, 2 unter mir, wird eine Barriere gesetzt. So, ich mache jetzt einmal Folgendes. Ich schmeiße mal gerade die Feder hier oben hin. So. Und dann mache ich einmal die Clock, die für mein Game Mode testet, einmal aus. Sprich, jetzt muss ich nur noch eine Feder haben, damit das funktioniert. Und dann könnt ihr einmal sehen, wie das aussieht im Game Mode, denn dann sieht man die Partikel. So. Ihr seht schon, unter mir wird das gesetzt, weil da Luft ist. Und ich kann jetzt ganz einfach runtergehen. Und hinter mir wird das Ganze wieder weggesetzt. Seht ihr, dass sie jetzt nach und nach verschwinden. Die Partikel bleiben immer etwas länger. Und so kann ich dann die Treppe runtergehen. Und wenn ich unten bin, verschwindet alles. Ganz selten bleibt doch mal eins da, keine Ahnung warum. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Meistens ist das so, wenn ich mich auf zum Beispiel diesen Block sneake, dann sind hier unten die. Aber wenn ich dann auf dieser Höhe weiterlaufe, dann buggen die da hinten fest. Jetzt sind sie weg, weil ich wieder zu nah dran war. Naja, das war's schon. Den Download der Map, den gibt es wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Dann sind die zwei Wochen wieder rum. So lange müsst ihr noch warten. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ciao, Leute.